Wir schauen uns jetzt mal noch weitere Anwendungen an von Rekursionen, wo sie tatsächlich sehr häufig verwendet werden. Und das ist das Traversieren von Bäumen. Wir haben ja den Binärbaum kennengelernt. Und wenn man jetzt eine Datenbank hat, die den Binärbaum oder auch den B-Plus-Baum benutzt als Datenstruktur. Wir haben ja festgestellt, das hat enorme Vorteile, wenn man Bäume benutzt zum Speichern von Daten, weil wir dann bestimmte größere und kleinere Relationen sehr effizient durchführen können. Wir können auch sehr effizient nach Elementen suchen. Das heißt, es ist sehr üblich, dass man in produktiven Datenbanken die Baumstruktur verwendet, um dort die Daten zu speichern. Und wenn ich jedes Element, die sich in diesem Baum befindet, einmal besuchen möchte, dann nennt man das Traversieren. Also ich bewege mich durch den Baum durch und besuche also jedes Element einmal. Ich möchte verhindern, dass ich Elemente mehr als einmal besuche, weil das dann wieder die Ausführungszeit verlängert. Also sage ich, okay, ich interessiere mich dafür, effizient durch diesen Baum mich hindurch zu bewegen. Wofür ist das gut, wenn ich zum Beispiel eine Kopie anlegen möchte von dem Baum? Ne? Da muss ich jedes Element ja einmal anfassen und den Baum kopieren. Es gibt noch viele andere Anwendungen für das Traversieren von Bäumen. Eine nennt sich, das müsst ihr euch ja nicht merken, Serialisierung. Das nutzt man dann, wenn man eine Baumstruktur platt machen möchte, um es auf die Festplatte zu schreiben. Weil dann hast du auf der Festplatte, da ist ja die Bits und Bytes, die hängen ja hintereinander, linear hintereinander. Und beim Baum hast du ja Strukturen. Das heißt, du musst auch, um alle Elemente auf der Festplatte schreiben zu können, jedes Element einmal besuchen. Also es gibt viele Anwendungen, wo dieses Traversieren benutzt wird. Und ich möchte euch das mal zeigen, wie man das rekursiv bzw. iterativ machen kann. Also hier ist wirklich es sehr sinnvoll, die Rekursion zu nutzen, weil wir hier sehr viele Vorteile davon haben, rekursiv Bäume zu durchlaufen. Um uns da mal ein bisschen Struktur zu geben, möchte ich mal eine Klasse entwerfen. Diese Klasse, die nenne ich einfach mal Node, auf Deutsch Knoten. Und diese Klasse hat folgende Inhalte. Wir haben einen Namen. Wir haben eine Variable li vom Typ Node und eine Variable re vom Typ Node. Was habe ich davon, das so zu machen? Ich kann damit Bäume bauen. Ja, also jeder dieser Knubbel hier ist ein Node. Und jeder hat eben eine Referenz zu einem linken Knoten und zu einem rechten Knoten.
schreibe es mal in grün hin, also bei dem Node hier oben, da ist eben die Referenz links und rechts vorhanden. Die Knoten haben auch alle einen Namen, ich möchte die mal benennen, damit wir ein bisschen besser damit arbeiten können. A, B, C, D, E. Also von dem Knoten A, die Variable li referenziert den Knoten B. So ist es jetzt im Grunde im Speicher aufgebaut. Und vom Knoten A, die Variable re referenziert den Knoten E. Und der hat in der Variable li und re Nullpointer, ne? Weil da gibt es keinerlei Kinder, die unterhalb des Knotens E hängen. Deswegen hat er dort Nullpointer. Okay, ist es für euch klar, dass man mit dieser kleinen Klasse Bäume bauen kann, die quasi Binärbäume sind, ne? Die haben immer zwei Kinder. Jeder Knoten hat zwei Kinder, die wiederum Knoten haben können als Kinder, sodass ich also beliebig tiefe Bäume bauen kann. Und ich möchte jetzt mal diesen noch sehr übersichtlichen Baum traversieren, also ihn durchwandern. Und das, was wir uns jetzt anschauen, das wird Tiefensuche genannt. Denn wir werden sehen, dass wir, wenn wir diesen Baum durchwandern, möglichst schnell in die Tiefe kommen, also möglichst schnell in Richtung der Blätter gelangen. Und das Erste, was wir uns mal anschauen, ist ein Traversierungsverfahren, das nennt sich Pre-Order. Und dieses Traversierungsverfahren arbeitet wie folgt. Ich habe eine Funktion, nennen wir die mal Function Preorder. Und diese Funktion bekommt einen Knoten. Dieser Knoten gebe ich eben der Funktion rein. Die Funktion soll mir nichts zurückgeben. Sie soll diesen Baum durchlaufen und während sie ihn durchläuft, soll sie irgendwas arbeiten. Zum Beispiel haben wir jetzt den Namen eines Knotens, das ist jetzt mal das interessante Gepäck, was ein Knoten trägt. Normalerweise haben diese Knoten ja irgendwelche Objekte, die sie tragen, zum Beispiel Personen oder, keine Ahnung, Pakete. Wir bleiben jetzt mal bei einem einfachen String, weil das für uns jetzt mal sehr einfach zu verstehen ist.
Und wir möchten jetzt also den Namen von jedem Knoten auslesen in dem Baum. Mithilfe der Funktion Preorder. Und das Auslesen jedes Namens werden wir mal auf der Konsole ausgeben lassen, damit wir sehen, was da rauskommt. Ich schreibe mal SYSO für System Output. Und ich kann jetzt ja den Namen ausgeben lassen. Ich nenne die Methode mal mName, das heißt, ich packe mal da überall noch ein kleines M dazu als Member-Variable. Und jetzt kommt der rekursive Aufruf, Preorder. Die Variable für den linken Kinderknoten heißt mli. Und dann kommt der Aufruf preorder n.mre. Und mit dieser rekursiv definierten Funktion preorder können wir jetzt den kompletten Baum durchlaufen und wir können uns den Namen jedes einzelnen Knotens ausgeben lassen. Wir besuchen jeden Knoten nur einmal und wir erreichen damit alle Knoten, die sozusagen unterhalb von diesem in der Methode preorder eingegebenen Knoten n sich befinden. Also, dann gucken wir uns mal das an. Jetzt muss ich mir bloß noch die Aufrufe speichern, weil ich ja keinen Return habe. Wir rufen die Methode preorder auf mit dem Knoten A. Könnt ihr eigentlich die Sachen lesen? Geht, ja. So, wir fangen also mit A an. Es wird preorder mit A aufgerufen. Ich übergebe den Knoten A an die Methode preorder. So, wir befinden uns jetzt in der Methode preorder. Wir geben auf der Konsole den Namen aus. Immer wenn ich was ausgebe, dann male ich mal unter dem A einen Punkt. Also ich gebe den Namen von A aus. Ja, immer wenn ich System out Printline aufrufe, dann male ich dort einen Punkt. Und jetzt rufe ich preorder n.mli auf. Ich bin also gerade noch beim A. In der Methode bin ich an der Zeile 2, preorder n.mli.
Also hier war unser A-Knoten, derjenige, der reinging. Und wir sind jetzt nach der Ausgabe in der zweiten Zeile Priorder N.M.Li. Vom Knoten A ist die Referenz N.M.Li ein Zeiger auf den Knoten B. Okay, das heißt, ich bewege mich von A nach B . Ich lasse mal hier diesen Zeiger . Den mache ich mal ein bisschen kleiner . Den lasse ich mal da stehen, wo wir noch die Funktion A aufgerufen haben. Jetzt beginnt langsam der Knoten sich zuzuziehen. Also Achtung, jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wir rufen also Preorder auf für den Knoten B. Wir haben jetzt diese Methode hier. Auch da rufen wir ja zuerst die erste Zeile auf. Das heißt, wir geben jetzt auf der Konsole B aus. Also ich schreib hier unten mal die Konsolenausgaben hin. Da kommt raus A. Jetzt gehen wir aus B. B wiederum ruft in der zweiten Zeile auch Preorder N.MLi auf. Das heißt, wir wandern dann zu C und geben dort auch den Namen von C aus. Wir sind dann also hier beim Knoten C. Auf der Konsole erscheint ein C. Okay, seid ihr noch dabei? Nachvollziehbar? So, für den Knoten C haben wir ja auch die Methode Preorder aufgerufen. Wir müssten hier mal noch einfügen, wenn ein Knoten kein MLi hat, weil es null ist, dann ruf es nicht auf. Okay? Das müssten wir hier noch einfügen. Ich ändere das mal ab, weil wir haben jetzt zum ersten Mal den Fall, dass die Kinder null sind. Also wenn n.mli ungleich null. Ja, nur dann soll er das machen. Das gleiche gilt auch für den rechten, wenn n.mre ungleich null. So. Also wir sind jetzt in der Methode Preorder und haben diese Methode aufgerufen für den Knoten C. Und der kriegt mit, oh, wir haben ja hier einen Null für links und rechts. Dann wird einfach die Methode beendet. Wir kehren also zurück zur Methode B. Da stecken wir ja noch in der zweiten Zeile. Wir kehren zurück zur Methode B, also zu der Methode Preorder, als das Argument B übergeben wurde. Da stecken wir noch in der zweiten Zeile, weil wir jetzt erstmal nur den linken Teilast von B uns angeguckt haben. Und jetzt bei B würden wir dann die dritte Zeile aufrufen. Da gehen wir in den rechten Teilast von B rein. Und wir finden einen neuen Knoten D und tragen den auf der Konsole ein. D geht auch nicht weiter. Das heißt, wir gehen dann zurück zu B. Und die Methode Preorder, aufgerufen mit dem Knoten B, hat jetzt das Ende erreicht. Das heißt, wir gehen zurück zur Methode A. Und jetzt kommen wir wieder hier in unserer Preorder A-Methode an. Wir haben
die zweite Zeile abgeschlossen, also die linken Kinder von B haben wir abgearbeitet. Und jetzt geht es in die rechten Kinder von B. Von A. Wir haben ja die linken Kinder von A fertig. Jetzt geht es in die rechten Kinder. Wir kommen dann also zum Knoten E. Die Methode Preorder wird für den Knoten E aufgerufen. E wird auf der Konsole ausgegeben. E hat einen Nullpointer links und einen Nullpointer rechts. Also kehren wir zurück zu A. Bei A sind wir schon in der letzten Zeile. Und deswegen terminiert dort der Aufruf. Und wir haben auf der Konsole A, B, C, D, E. Und wenn wir uns das nochmal mit Hilfe des Schreibtischtests angucken, wir haben bei A begonnen, wir haben A ausgegeben, dann haben wir Preorder B aufgerufen. Weil wir ja in den linken Teilast reingegangen sind. Als wir dann Preorder B ausgeführt haben, haben wir B ausgegeben auf der Konsole, haben dann Preorder C aufgerufen, weil der linke Teilast von B eben mit dem Knoten C beginnt. So, dann kehrten wir zurück zu B, haben dann den rechten die rechten Kinder von B uns angeschaut, haben also Preorder D aufgerufen. D hatte keine Kinder, also sind wir sofort returned, nachdem wir D auf der Konsole ausgegeben haben, sind wieder bei B angekommen. B war fertig, damit springen wir raus in die Methode Preorder von A. Wir hatten gerade den linken Teilast fertig, kommen also jetzt zum rechten Teilast und rufen Preorder E auf. E hat keinerlei Kinder, also nach der Ausgabe von E auf der Konsole returnen wir, sind wieder bei A. Das war die letzte Zeile von A und damit returnt auch Preorder A, beziehungsweise ist einfach fertig, ist beendet und das Programm schließt sich. Also wir haben auf der Konsole stehen A, B, C, D, E. So, dann gucken wir uns mal Postorder an. Bei Postorder wird die Ausgabe nach dem Traversieren der Kinder getätigt. Und dann gibt es noch eine Methode namens InOrder.
Und da wird die Ausgabe auf der Konsole zwischen dem Traversieren des linken und rechten Baumes getätigt. Das heißt, wir haben einmal die Ausgabe vor dem Traversieren. Einmal die Ausgabe nach dem Traversieren und einmal die Ausgabe zwischen dem linken und dem rechten Traversieren. So, und die Frage ist jetzt, was ändert sich auf der Konsole? Na, dann probieren wir es mal aus. Also Post-Order. Ich kriege wieder den Knoten A als allererstes mal hier in die Methode Post-Order rein. Was ich noch vergessen habe, ist, dass natürlich die Aufrufe hier, die rekursiven, auch Post-Order dann sind. Beziehungsweise bei in-order sind die rekursiven Aufrufe dann auch in-order. So, bei post-order kommt also der Knoten A rein und wir sehen, dass wir zuerst gucken, haben wir denn auf der linken Seite ein Kind, das haben wir, also gehen wir mit Post-Order in diesen Kind rein. Wir springen also zu B. Ihr seht, wir haben noch keine Ausgabe auf der Konsole. Wir sind jetzt in B und rufen Post-Order B auf. Auch B hat links ein Kind, also springen wir nach C. Immer noch kein Konsolenaufruf. Wir haben jetzt Post-Order C. C hat kein linken und kein rechtes Kind. Jetzt kriegen wir auf der Konsole die Ausgabe C. Und die Methode Post-Order C returns. Wir kommen also zurück zu der Methode Post-Order B. Da waren wir in der zweiten Zeile. In der ersten Zeile. Jetzt gehen wir in die zweite Zeile von der Methode Post-Order B. Und die zweite Zeile besagt, bitte ruf den rechten Baum auf. Damit kommen wir also zu D. D hat keine Kinder. Wenn wir Pre-Order D aufrufen, haben wir keine Kinder. Wir können also sofort in die dritte Zeile kommen, da wird D auf der Konsole ausgegeben. Damit ist Post-Order D fertig. Wir returnen zu der Methode Post-Order B. In der Methode Post-Order B haben wir erste und zweite Zeile bereits abgearbeitet. Wir geben jetzt auf der Konsole die dritte Zeile aus, wo wir ja dann den Namen von B ausgeben. Damit ist B fertig. Wir kehren zurück zu A.
bei A, bei Post-Order A, waren wir gerade in der ersten Zeile, die ist jetzt fertig abgearbeitet, jetzt gehen wir in die zweite, da rufen wir also Post-Order E auf, geben dann auf der Konsole, weil E keine Kinder hat, E aus, returnen, kommt zurück zu Post-Order A, sind in den ersten beiden Zeilen fertig, kommen in die dritte Zeile und können dann auf der Konsole A ausgeben. Also während wir bei Pre-Order A, B, C, D, E hatten, haben wir bei Post-Order C, D, B, E, A. Das heißt, das rekursive Aufrufen beim Traversieren von Bäumen ist davon abhängig, wann ich die Verwertung des Knotens mache, also den Namen ausgebe, und wann ich in dessen Kindknoten hinein mich bewege. Okay, kommen wir zu In Order. Oder erstmal die Frage, wer ist raus? Gibt es jemanden, den ich abgehängt habe? Weißt du nicht mehr, was ich gerade hier gemacht habe, wie CDBEA zustande kam? Seid ihr noch dabei? Habe ich das so erklärt, dass ihr es noch nachvollziehen konntet? Also dann, in order.